Leute, herzlich willkommen zu diesem Behind the Scenes in unserem Das schaffst du nie Studio. Es ist sehr praktisch, weil wir heute nicht drehen. Das heißt, ihr könnt euch umschauen. Heute gibt es keine Challenge. Normalerweise steht hier alles voll mit Requisiten. Aber heute ist ja nichts geplant bei uns. Und ich sag mal so, Vorhang auf und Bühne frei. This is where the magic happens. Das hier ist praktisch... Das ist mir irgendwie noch nie aufgefallen hier. Meini. Also wenn man schon so durch den Hintereingang irgendwo reinkommen muss, dann ist das immer ein schlechtes Zeichen. Hat deine Mutter die Wäsche nicht gemacht? War so klar, dass dieser Gang so schnell kommen wird. Meini, ich hab da an dem Seil gezogen und dann sind plötzlich 1000 Socken vom Himmel gefallen und diese, das schaffst du die Aufgabe. Ich hasse ja Socken sortieren. Ich hasse das. 1001 Socken, sortiere alle Paare. Moment, 1001, das kann gar nicht gehen. 1001 kann gar nicht gehen. Ein Socken übrig bleiben. Wird übrig bleiben und ich weiß exakt, wie er aussieht. Und ihr Leute, ihr wisst es auch. Welchen Socken sortiere ich aus? Das macht mich jetzt schon wütend, wenn ich die sehe. Alle grau, haben irgendwelche Streifen. Hier zum Beispiel, oh. Ich glaube, die Entscheidung ist gefallen. Dieser Socken, der muss am Ende übrig bleiben. Das ist er. 3 Stunden und zwar ab jetzt. Ich habe das Gefühl, ich brauche ein System, aber ich weiß noch nicht genau welches. Ich meine, vielleicht ist auch das System einfach so, was mir in die Augen springt, was so direkt ist, das dann gleich. Wie gilt denn das? Einfach so irgendwie? Nee, muss sie schon zusammen. Ja. So? Ja. Okay. Ich meine, das wird natürlich mit der Zeit, wenn viele Socken weg sind, wird es immer besser. Ja, so nach 12 Stunden circa, schätze ich. Genau, dann komme ich, glaube ich, gut durch. Dann habe ich nur noch 500 und dann geht's. Ich kann jetzt nicht so viel reden, ich muss mich konzentrieren. Ah! Natürlich, wenn man so easy wins hat, das ist natürlich perfekt. Hey, ich meine, ich weiß nicht, wie ihr es macht, aber ich finde es schon weird, wie der Meini die Socken zusammenlegt. Der faltet die so 3-mal und dann stülpt er drüber. Das dauert einfach viel zu lang bei 500 Paar heute. Ah, das ist meiner? Ja. Der geht mir knapp über den Knöchel. Ich sehe, du sammelst alle Weißen zusammen. Ja, ich weiß nicht, ob das schlau ist, aber ich mache das jetzt einfach mal. Weil die sind natürlich jetzt am ehesten zu unterscheiden. Macht's Spaß, Meini? Nein. Ah. Meini? Ja? Wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen länger. Ja. Welche Sabotage von allen, die es gibt, welche würde denn heute am allermeisten Sinn machen? Also. Ich glaube, er weiß es. Ja, natürlich weiß ich es. Die sieht nur lustig aus und funktioniert nie richtig gut. Das wäre David Blowie. Du kommst jetzt hier raus! Ah. Attacke! Oh, er hat die Socken gefressen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war David Blowie. Aber die Haufentaktik war natürlich jetzt gleich zu Anfang genau richtig. Wie kann ein so großes Gerät wie dieser Laubbläser nur so wenig Wind machen? So einen mit so Benzin hätte ich gern. Immer so ein Jetpack, den man hier so. Boah, David Blowie 2. Die Schwierigkeit ist, es gibt hier natürlich einfarbige weiße Socken, die sich zum Beispiel nur unterscheiden durch die Größe. Also hier steht 43 bis 46 drauf, 39 bis 42. Ja, da darf dir natürlich auch jetzt nicht hier in der Hektik was durcheinander geraten. Es wird noch so die Hölle. Es ist schon die Hölle. Guck dir das an! Die wäre dir fast abgetrudelt. Ja. David Blowie, echt, hey. Den kann man nicht allein lassen. Und was ich auch nicht raff,
Ja, ich komme mit dem David Blowie, die Socken fliegen überall rum, aber er kontrolliert irgendwie voll schlecht. Er hat nicht einmal gecheckt, wo diese Socken hingeflogen sind. Die können ja überall sein. Okay, jetzt muss ich ran an die bunten Socken. Es hilft nichts. Oh, jetzt bin ich gespannt. Was ist da deine Taktik, meine? Pures Glück. Echt? Nee, so random macht keinen Sinn. Also so sogenanntes Farbpicking, ja. Das ist weiterhin, glaube ich, die beste Taktik. Und ich fange jetzt einfach mit Blau an. Ich glaube, blau sind einige. Und so reduziert sich der ganze weitere Haufen. Und dann geht das alles schneller. Also diese Geräusche im Hintergrund, die halte ich nicht für besonders vertrauenserweckend. Tja, Leute, Wunder gibt es immer wieder. Gerade noch gewünscht und jetzt ist er da. Attacke! Mach aus! Spuck das Ding eigentlich Benzin oder was? Ich glaube schon. Ja, ich glaube auch. Scheiße. Alles durcheinander und alles voller Benzin. Kostet alles Zeit. So weit weg. Alter. Also, meine Überlebenstaktik ist, während ich hier schon Socken zusammenlege, versuche ich, den Haufen im Blick zu behalten, Fokus nicht verlieren, zu spähen, wo dann gleich das nächste Paar ist, damit man wirklich keine Zeit verschwendet. Also, zusammenlegen, fokussieren, zack, zack. Und der ist mit normalen Sternen. Das ist manchmal aus der Entfernung auch nicht leicht auseinanderzuhalten. Er wird schon irre. Zack, zack. Ich fühle mich wie so ein Schwertfischfischer. Da ist einer, zack. Das ist schon tendenziell eher eine ermüdende Arbeit, oder meine? Nee, nein, ermüdend ist es nicht. Okay. Man wird nur doof im Kopf. Okay. Es ist sehr anstrengend und man kommt ins Schwitzen. Aber deshalb bin ich hier, weil ich habe auch für deine Unterhaltung sozusagen gesorgt und habe dabei keine Kosten und Mühen gescheut. Wie so oft. Und zwei absolute Legenden im Theaterbusiness. Begrüßt mit mir Le Sox. Hallo, ich bin die Sockene vom Marc. Manchmal bin ich ganz lange auf seinem Fuß. 24 Stunden! Und ich bin die Socke von Miley. Hilfe! Der Psychopath hat mich wochenlang in seinem Nachtkästchen gelassen. Wenn ihr mehr so tolle Gags sehen wollt, dann lass doch Das schaffst du nie, mein Abo da. Nein, nein, nicht zurück ins Nachtkästchen. Ich möchte wieder auf meinen Fuß. Wie dafür soll ich jetzt mein Abo da lassen? Bist du wahnsinnig? Hey, ist schon klar, dass dieses Theater nur Quatsch war, aber das war in Wirklichkeit ein geheimes Ablenkungsmanöver. Denn die beiden Socken, die verwendet worden sind, die gehören zum Spiel dazu. Wenn er das nicht checkt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, aus New York angereist. Ja. Sie haben die deutsche Sprache gelernt für diesen Auftritt. Das war beeindruckend, vielen Dank. Könnt ihr jetzt auch wieder das richtige Licht anschalten? Das wäre sehr lieb. So, Moment mal. Das sind jetzt Socken. Hier, das ist doch jetzt das entscheidende Thema. Sind das jetzt hier Socken vom Theater oder spielen die mit? Hallo? Hallo? Leider sind die Künstler und KünstlerInnen schon wieder abgereist. Mhm. Kann ich jetzt gar nicht nachfragen, das ist jetzt ärgerlich. Bringt mir alles durcheinander. Was haben wir denn hier? 39 bis 42. Ja, passt. Boah, hast du die aufgehoben, echt? Kleiner Zaubertrick. Ist ja krass. Echt? Ist das die einzige Weiße, die noch gefehlt hat? Ja. Zumindest in der Größe. Ich dachte, das wäre sie. Die hätte ich schön rausgezogen hinterher. Zack, da ist sie. Guck mal, der Kreis, halbrund. Das heißt, die Hälfte der Zeit ist rum. Mhm. Was hast du für ein Gefühl? Kommst rein? Ja, ich bin im Socken-Game bin ich voll drin, aber ich habe keine Ahnung, ob die Zeit ansatzweise reicht, weil die Hälfte, so groß sieht dieser Berg auch noch nicht aus. Und wenn man sich, also auf der Fläche, da liegen schon noch ganz schön viele und ich habe das Gefühl, es werden immer schwerere Fälle. Und weißt du, was halt auch das Heftige ist, wenn du da einen Fehler ja drin hast, du darfst nicht einen Fehler machen. Ich weiß.
Ich weiß, es ist bis zum letzten Paar. Das ist ja der Psychoterror in dieser Aufgabe. Bis zum letzten Paar ist es quasi offen, weil dann auf einmal denke ich, ah, das sind nur noch zwei. Ja, und wenn die dann aber fast zusammenpassen, aber nicht ganz. Ja, so, das ist meine Horrorvision. Guckt euch das an. Ihr seid Laien da draußen. Ihr habt keine Ahnung von Socken. Aber ich sehe sofort, ja, das ist kein Match. Ja, das sieht man wirklich nur als Profi. Das sind so ganz gemeine Socken. Zusammen, das ist richtig gemein. Und da steht noch nicht mal eine Größe drauf. Ha! Ja, ist natürlich super lustig. Ist toll. Klasse. Ja, gut, dass ich meine Farbhaufen habe. Boah, ja, schau mal, wie der da drüben leuchtet. Aber das sind unterschiedliche. Ja, die sind unterschiedlich. Das ist meine orangene Ecke. Ist doch jetzt so überhaupt nicht mehr machbar. Diese Schwarzlichtsabotage, die funktioniert viel zu gut. Ich kann überhaupt nichts erkennen, keine Farbe. Also wenn ich jetzt weitermache, dann riskiere ich, dass irgendwelche Fehler passieren. Aber wenn ich Pause mache, dann geht mir die Zeit aus. Ja, vielleicht sammle ich jetzt nur die Leuchtsocken ein. Bitte nicht stören steht hier auf dem Socken. Ja, aber auf dem anderen steht was anderes. Deswegen weiß ich nicht, ob die zusammengehören. Die gehören eigentlich zusammen. Könnte schon sein, aber es kann auch natürlich eine Verarsche sein. Wobei die hier so, die, weißt du, wie ich meine? Nee, weiß jetzt gar nicht, wie du meinst. Ach, dann nicht. Ich sehe nichts. Das ist viel zu riskant, jetzt hier einfach irgendwas zusammenzustecken. Ah. Ah, Mensch, das muss funktionieren. Ich finde, es passt viel zu viel nicht mehr zusammen. Obwohl jetzt weniger hier liegen, es wird trotzdem schwieriger. Ich verstehe das gar nicht. Es müsste doch jetzt eigentlich leichter werden und schneller gehen, aber nein. Ich würde mir echt wünschen, mehr Socken. Jakob, ich hab gesagt, mehr Socken, nicht Rocken. Ach so, sorry. Ich halt wieder, ne? Tschüss. Ich kann's überhaupt nicht einschätzen. Es sieht gar nicht mehr so viel aus. Ja, es wäre besser, wenn du mir nicht im Weg rumstehst. Es ist sehr knapp. Das ist hier alles kompliziert. Das ist wirklich nicht gut. Da passt nichts zusammen. Erst dieser scheiß Schlitten auf dieser scheiß Skisprungschanze. Und jetzt hier diese Scheißkacksocken. Das kann nicht sein. Es kann nicht sein. Es muss jetzt einfach mal funktionieren. So, ich dachte, ich hätte diese lange Lulatschale schon verarbeitet. Aber überall ist noch einer. Mein ganzes System geht den Bach runter. Geht ja am Ende auch nur darum, dass der entscheidende übrige Socke identifiziert wird. Richtig. Ja, 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 ja. Der ist schon blind geworden. Er guckt seit 3 Stunden auf Socken wie ein Irrer. Der sieht gar nichts. Ihr seid alle bescheuert, seid ihr. Da einmal hingucken, ja, ich sehe was, ja. Es geht darum, 1000 Mal was zu sehen. Und wo ist der? Hey Leute, genau das ist die Socke, die ihr jetzt gerade in der Hand habt. Das gibt's nicht. Hier ist hier meine Ringeldinger. Der müsste jetzt irgendwo, muss doch da die Auflösung sein. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Hier passt nichts zusammen. Ja, ich stopf doch nicht die Ringeldinger in irgendeine andere weiße Socke rein. Das hast du mit deinem Blowy irgendwo hingepustet. Er liegt direkt vor ihm. Das ist ja alles Ausschuss. Ich muss das gewinnen! Ich glaube, das wird eine Punktlandung. Du hast eine Chance, Meinberg. Du hast eine Chance, den einen Socken zu finden. Ja. Ich habe aber relativ viele, sage ich mal, die Chance haben, der Einzige zu sein. Es ist nicht lustig! Meini, es wird gleich klingeln. Und dann darfst du keinen Socken mehr sortieren. Jetzt wird gepokert. Sebastian Meinberg muss pokern. Ich muss gar nichts. Hat er den einen richtigen Socken, den auch ich in meiner Tasche stecken habe. Das war's. So, das kehre ich hier alles unter den Teppich. Ich habe schon eine Socke im Verdacht. Aber ich sag natürlich noch nicht welche. Kann sich auch noch ändern. Entscheidung. Wir werden jetzt auf 3 beide den Socken hervorholen. Und wenn
die zusammenpassen, hat Sebastian Meinberg diese Challenge gewonnen. 3, 2, 1, go! Zeit. Was, wo ist der? Sebastian Meinberg, du warst so nah dran, er liegt tatsächlich hier drin. Das wäre gewesen. Aber wo ist der? Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich habe diesen Socken noch nie gesehen. Nee. Du hast aber so viele Socken gefallen. Brav, brav, Meini. Gut, dafür hast du dir die Endcard verdient. Jakob, was lachst du denn da so? Ey, ganz ehrlich, Leute. Ja, hinter vor. Ach so, da muss nicht mehr hin. Ja. So ein kleines Söckchen und so viel Drama. Ob ihr seht, wenn ihr sehen wollt, ob Sebastian Meinberg nächste Woche noch mal zurückkommt bei Das schaffst du nie, dann lasst hier unten ein Abo da. Mit jedem Abo stimmt ihr automatisch für ein Unentschieden. Hier oben seht ihr 24 Stunden Fußball spielen und Ari musste auch was suchen. Ein Geburtstagskind im Schaltjahr. Kannst du jetzt runternehmen und zusammenstecken und auf den Hügel da hinten werfen.